beliebt. Guten Abend, die Damen und Herren hier im Radiokulturhaus. Schöne Grüße zu Hause in ORF 3. Die Tafelrunde ist wieder da, kurz vor Ostern. Wie schön, vielen Dank. Willkommen bei der Tafelrunde kurz vor Ostern. Ist das nicht schön? Wobei, gefühlsmäßig muss ich sagen, heuer ist mir vorgekommen, Ostern geht gleich nach Weihnachten los, oder? Die ersten Schoko-Osterhasen habe ich gesehen am 12. Jänner im Supermarkt. Das ist irre. Die waren haltbar bis 18. Februar, also bis 6 Wochen. War wahrscheinlich Nikoläuse unterhalb, anders anzogen oder so. Und es ist schon ein bisschen die Kommerzgeschichte bei Ostern auch schwierig. Es ist nur mehr lila Osterhasen und dann die Osterhasen mit dem Glockerl und Kinder-Osterhasen und alles Mögliche. Mir wird es langsam zu viel. Ich warte nur darauf, dass auch Ostern versponsert wird. Weiß ich nicht, das Fest der Auferstehung 2024 Ostern sponsert bei Viagra. Ja, es ist so. Dabei ist doch Ostern das Fest, wo wir Sachen suchen, oder? Haben wir ja eh auch, muss man sagen. Die Gläubiger suchen Milliarden von Benko. Der sucht Ausreden. Dann in den Untersuchungsausschüssen suchen es Leute, die erstens kommen und zweitens was sagen. Und wir daheim suchen im Schokokastel die letzten Schoko-Nikoläuse, die wir jetzt schnell aufessen müssen, damit die nachher wieder alle voll sind mit Eiern. Also das ist so ein Perpetuum-Schoko-Mobile quasi. Ansonsten finde ich das gut. Wir werden heute auch suchen im Laufe des Abends noch. Es gibt ein Suchbild mit Honey, auf das freue ich mich schon sehr. Können Sie dann schauen, was Sie da entdecken können. Und ansonsten habe ich gesucht, auch darf ich sagen, ich habe gefunden, 2 Hasen und 2 Eier, nein, darf man nicht mehr sagen. Ich habe gefunden, die besten Gäste, die man haben kann für die Tafelrunde. Mit dabei heute Isabel Pannagel. Andreas Witterseck ist mit dabei. Isabel Meili und spontan eingesprungen Peppi Hopf, live auf der Originalkirchenorgel Florian Zierreiter und die Osterhasen. Du kennst die Geschichte, wir reden über die Dinge, die so passiert sind und dazwischen machen wir ein paar Scherze und so. Ja, also, wird schon gehen. Kein Thema, ich mache mir keine Sorgen. Es war ja auch politisch, war jetzt nicht wahnsinnig viel in der letzten Zeit, außer vielleicht Salzburg. Ja, da kommt die Internationale vom Jedermann jetzt vielleicht nicht. Was weiß man, was weiß man? Nein, war schon die erste Wahl mit einem großen Clash. Ne? Der KPÖ Plus, der Herr Dankl, ist nur knapp hinterm SPÖ-Kandidaten. SPÖ gegen KPÖ, die Stichwahl, ein Duell aus der Hölle für einen Kickl, oder? Es ist so, allein dafür muss man dankbar sein, finde ich. Ja, das ist schon schön. Viele eingesessene ÖVPler in Salzburg denken sie jetzt eh, da fällt ihnen der Kaviar vom Frühstück selber, sind die Getreidegasse schauen und denken, was ist da los, warum bei uns nicht? Vielleicht, weil der Herr Dankl sagt, er nimmt sie nur 2.300, das ist so ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn und der Rest wird aufgeteilt an Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, weil die Mieten in Salzburg so teuer sind. Könnte sein, dass das ankommt. Ich bin nicht gespannt, wie das weitergeht. Also die nächste Wahl wäre dann ja in Tirol und man muss sagen, durch die Wahl in Graz, durch die Frau K., nicht, die ist ja Bürgermeisterin von den Kommunisten, hat es ein bisschen den Schrecken verloren. Nicht? Die hat jetzt auch die K-Woche eingeführt. Finden die Leute ganz in Ordnung eigentlich? Nein, ich war jetzt unten in Graz. Graz steht noch, muss man sagen. Also steht noch. Ein paar Sachen haben sich geändert. Also jetzt ist beim Buschenschank gibt es jetzt nicht mehr Gabel und Messer, sondern Hammer und Sichel. Ja. Aber kann man auch ganz gut. Und der steirische Herbst ist das Kulturfestival, weil wir sind im Kultursender. Das heißt ab nächstem Jahr der steirische Winter. Aber und weniger weißer Spritzer, wir trinken eher rote Mischung. Aber grundsätzlich sonst passen. Mir gefällt's. Nein, Tirol ist die nächste. Ne? Innsbruck-Wahl, da bin ich gespannt, ob es mit der Roten Welle weitergeht. Da ist jetzt ein neuer ÖVP-Spitzenkandidat, auf jeden Fall engagiert, der Herr Durski. Sie kennen ihn vielleicht, das ist der Digitalisierungsstaatssekretär war, der dieses legendäre Fernseherlebnis gehabt hat, das digitale Amt, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, dass man, so wie Kaufhaus Österreich nur fürs Amt, grundsätzlich super, aber er hat gesagt, live quasi vor der Fernsehkamera, na, das ist gar nicht so schwierig, dass man sich da einloggt. Nach dem vierten Mal haben sie gesagt, wir kommen in einer Woche wieder, nicht? Also, aber das fand ich ganz sympathisch, weil dem ist halt gegangen, wie vielen anderen auch, das ist schon okay. Und der hat jetzt gesagt, na, Digitalisierung ist es nicht mehr, ich gehe zurück nach Innsbruck und werde dort Bürgermeister. Jetzt schauen wir mal.
Wenn Sie sich fragen, Justus, na, wer kümmert sich um die Digitalisierung? Keine Sorge, da ist eine Fachkraft am Geschäft, jetzt die Frau Plackholm, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Na, die älteste Frau, die es gibt, nicht? Jugendstaatssekretärin, wo meine Oma sagt, na, die ist mir zu alt, ja, also das ist... Die kümmert sich um Digitalisierung jetzt, hat auch schon gesagt, wenn jemand einen Vorschlag hat, sie hat gerne eine Faxnummer, die sie hergeben kann. Also, aber der Herr Durski hat auf jeden Fall einen spannenden Wahlhelfer. Der Marshall Wolfi ist wieder da. Der hat, also Wolfgang Schüssel, der hat für ihn Wahlkampf gemacht in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob das eine Hilfe ist oder nicht. Ne? Darf man nicht vergessen, unter dem Schüssel hat der ganze Wahnsinn angefangen. Nicht? Also das... Der warnt vom Linksruck, logischerweise. Klar, weil der ist ja schon beim Haider rechts im Porsche gesessen. Nicht? Also das war ja damals ein legendäres Bild, nicht? Der Wolfi und der Jörgi. Ah, Bilder auch generell ein Thema, muss man sagen. Ja? Also die in diesem Monat oder in den letzten Wochen, es gab ganz viele arge Bilder. Eines habe ich für Sie mit, ein Suchbild mit Hanni. Die Hanni Mikl-Leitner, die rechte Landeshauptfrau aus St. Pölten, die hat den niederösterreichischen Radfrühling beworben. Ist ja schön zum Radfahren dort. Und da wurde ein Foto präsentiert, das sehen wir hier. Auf den ersten Blick ein normales Foto. Aber wir haben einen kleinen Fehler eingebaut, beziehungsweise wurde er entdeckt. Wenn man ganz genau schaut, das ist nicht die Frau in Gelb, der Fehler, aber bei ihrem Radl, da fehlt was. Pedale heißt es in der Fachsprache. Und jetzt gibt es mehrere Fragen, die sich aufdrängen. Erstens, glauben die, dass wir deppert sind? Oder warum? Warum macht man das? Warum tut man da nicht Pedale drauf? Auf Twitter hat einer geschrieben, sie haben das deswegen gemacht, weil sie Angst gehabt haben, dass ungefähr zurücktritt. Also das war, komm, haben sie keine Pedale drauf? Vielleicht wird es mit der ÖVP eh bergab gehen. Ja, genau, stimmt. Nein, wir haben auch Fachkräfte im Gesundheitsbereich. Unser Gesundheitsminister möchte, dass die Leute wieder Vertrauen in die Impfung haben. Finde ich auch. Ich bin ja Impffan, mir taugt das ja. Also ich habe auch ein Impfabo, ich bin auch Staube geimpft. Mir ist wurscht, ich nehme alles. Aber... Er hat ein Video auf TikTok gemacht für die Zeckenimpfung. Und sagen wir so, das Video ist interessant gestaltet. Schauen wir mal kurz rein. Hallo meine Mäuse, ich bin's, der Gesundheitsminister eurer Träume. Ich will euch warnen vor goofy Zecken. Wir gehen uns jetzt den Impfjuice checken. Ich möchte euch warnen vor goofy Zecken. Wir gehen uns jetzt den Impfjuice checken. Lieber Herr Gesundheitsminister, bei aller Liebe, was rauchen Sie und wo gibt's das? Ja. Ist das schon erlaubt oder braucht man das auf Rezept? Es gibt einen Fachausdruck, wenn ältere Herrschaften über die Jugendlichen in ihrer Sprache sprechen, der Herr Wittersek und ich wissen, wovon wir reden. Das heißt cringe, übrigens, Herr Minister. Googeln Sie mal. Und das möchten wir jetzt nicht, und wir möchten nicht cringe reden, wobei ich habe auch mal was Lustiges erlebt mit Jugendlichen, die sagen, ich bin gesessen bei einem Lokal bei uns ums Eck, der heißt zur Goldenen Möwe. Die Jungen sagen Mäcki. Und das ist ganz lustig, weil das sind jetzt in letzter Zeit ist viel los, sehr viele alleinerziehende Mütter, die schauen, dass einmal am Tag was Warmes haben. Und das sind hinter uns so... Bin ich dort gesessen und da sind hinter mir so Burschen gesessen und die haben, das sind mir gar nicht aufgefallen, die haben dann immer geredet, so dicker Alter. Da denke ich mir, hört auf von mir zu reden, das ist unhöflich. Also wirklich, so arg ist nicht. Und die haben dann geredet über... die Qualität der Pommes im Vergleich zur Qualität der Curly Fries. Und das war faszinierend. Das war wirklich, man darf nicht nur schlecht reden über die Jugendsprache. Der eine hat so eine Pommes in der Hand gehabt und hat gesagt, weißt Alter, mit den Pommes ist es immer so ein Gamble, ob die safe sind oder nicht. Und der andere hat das Curly Fry gehabt und hat gesagt, ja Alter, aber mit den Curly Fries ist es immer ein Drop Digger, weil die sind immer fancy. Ich meine, das ist moderne Lyrik, liebes Literaturpublikum, oder? Das ist,
Wenn man das beim Bachmann-Preis vorliest, gewinnst, ja, sind wir nicht besser. Ja. Und ich war so fasziniert, ich habe mir gedacht, ich rede mit den Jungen und habe mich umgedreht und gesagt, Burschen, wisst ihr, was ihr mal machen müsst? Ihr müsst vor dem Big Mac biten, das Gurkel sperren und dann random die Sauce shaken. Das gibt die volle Flavor Explosion. Ja. Und ich war so stolz auf mich und die Buben haben sich nur umgedreht und gesagt, was ist, Boomer, willst du lustig sein? Ja. Ja, lustig sein wollen wir heute bei der Tafelrunde und das werden wir schaffen mit dem perfekten Line-up, das wir haben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Isabel Panagi. Ja, ich möchte meinen Auftritt gleich mit einer positiven Nachricht starten. Ich bin schwanger. Ja, vielen Dank, um Gottes Willen. Danke, danke. Es ist sehr höflich, dass Sie klatschen. Ich hoffe, im Kreißsaal wird dann auch geklatscht. Also nicht mehr mein Mann am Boden mit dem Gesicht, sondern ach, normal. Und ich möchte Sie gleich informieren, also nur zu Ihrer Sicherheit, es kann jederzeit losgehen. Ja? Also unter den Sitzen der ersten beiden Reihen befinden sich auch Schutzbrillen. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, meine Hebamme ist eh da. Ihnen ist sie besser bekannt unter dem Namen Gerald Fleischhacker. Ja, der Gerald und ich, wir haben uns vor der Aufzeichnung noch so ein paar YouTube-Videos angeschaut mit dem Do-it-yourself-Verfahren, wie man ein Kind auf die Welt bekommt. Das heißt, man kann sagen, wir haben gemeinsam noch ein gynäkologisches Fernstudium abgeschlossen. Wir sind bereit, oder? Ich bin total bereit, ja. Du freust dich richtig. Du musst nur atmen. Ja. Okay, den Rest machst du. Und nur für die Zuseher zu Hause, falls Sie mich jetzt mit dickem Bauch sehen und ein paar Minuten später bin ich schlank und rank, dann hat der ORF den Geburtsprozess rausgeschnitten. Feige Sau. Aber mein Arzt, der sagt auch zu mir, Frau Panagi, es kann jederzeit losgehen. Und ich muss sagen, es war nicht meine Fruchtblase, die geplatzt ist. Und ich muss sagen, dieses Es kann jederzeit losgehen, was mein Arzt sagt, ja, ich meine, das sagt er schon seit Wochen zu mir. Das hat er schon zu mir gesagt, da war ich gar nicht schwanger, da war ich einfach nur blatt. Dieses, es könnte jederzeit losgehen, das ist ungefähr so, wie wenn ein Handwerker sagt, er kommt zwischen 8 und 17 Uhr und nach einer Woche war er immer noch nicht da. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin froh, wenn es jetzt vorbei ist. Ja, es ist ja nicht nur einfach, ich meine, ich bekomme schon wahnsinnig viele Komplimente. Ja, die Leute sagen zum Beispiel, Isabel, du hast diesen typischen Schwangerschaftsglow. Wissen Sie, was das ist, Schwangerschaftsglow? Das heißt, man strahlt, man glänzt. Ich glänze vor allem dann, wenn ich die Treppen raufgehen muss, weil ich so schwitze. Und so Komplimente, die gehen einem irgendwann auch auf die Nerven. Ja, ich bin da froh, dass ich meinen Ehemann habe. Der ist viel realistischer zu mir. Der sagt nicht, dass ich strahle oder dass ich glänze. Der sagt einfach nur, was schaust du schon wieder so zwider? Aber ich meine, er hilft mir, wo er kann. Er zieht mir zum Beispiel jetzt die Schuhe an. Schaffe ich nicht mehr, weil der Bauch so groß ist. Und ich wollte nur kurz fragen, habe ich heute eh zwei gleiche an? Aber das Gewand bei Schwangeren, ich sag's euch, es geht schon bei der Unterwäsche los. Na bitte, die Zeiten von Seide und Spitze, die sind vorbei. Jetzt ziehe ich die großen Unterhosen an. Und jedes Mal, wenn ich in so eine große Unterhose reinsteige, komme ich mir vor, als würde ich ein Zelt betreten. Aber für mich gilt, Komfort geht über Stil. Und ich meine, es sieht doch keiner. Ich sehe es ja nicht einmal mehr selber. Oberbekleidung, genau das Gleiche. Früher habe ich geschaut, passt das T-Shirt zur Hose, passt der Gürtel zu den Schuhen. Jetzt schaue ich nur noch, passt es über meinen Bauch. Ich ziehe das an, wo der Bauch so drüber geht und was mir noch erlaubt zu atmen. So auf die Art, es soll nicht explodieren, wenn ich einmal niesen muss. Und schauen Sie, niesen, das ist auch so ein Problem. Als Nichtschwangere ist niesen, einfach niesen. Aber als Schwangere, mit dieser nervösen Blase, da ist jeder Nieser wie russisches Roulette. Mit einer Wasserpistole. Na, das ist so.
aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte mich ja nicht beschweren. Meine Schwangerschaft, die läuft wirklich beschwerdelos, ja? Also ich erfahre ja auch so viel Liebe jetzt. So viel Liebe von fremden Menschen. Fremde Menschen, die mir ungefragt am Bauch greifen. Ja, erst letzte Woche triff ich am Hausgang meinen Hausmeister, der hat mich schon seit über einem Jahr, hat mich dann nicht mehr gesehen, gell? Kommt zu mir, sagt kurz, hallo Isabel, und greift mir am Bauch. Einfach so. Ich meine, ganz ehrlich, seit Wochen geht mein Gastherme nicht, die greift auch nicht an. Aber mein Bauch, und der hat nicht einfach so hingegriffen, der hat so geruppelt, so im Kreis. Und ich weiß, das machen manche Leute bei dicken Buddha-Figuren, weil das Glück bringen soll. Aber doch nicht bei mir. Was will er da rausrubbeln? Na, einen Geist? Es heißt Gina aus der Lampe und nicht Isa mit der Wampe. Als würde ich in meinem Bauch die Zahlen für die nächste Lottoziehung verraten, ne? Und meine Mitmenschen, die sind jetzt auch so neugierig. Fragen Sie mich zum Beispiel, und hast du zugenommen? Man sieht denn noch gar nichts. Und ich sage euch jetzt einmal was, ja? Dieses man sieht noch gar nichts, das ist nicht immer ein Kompliment. Das ist eine Frage der Ausgangsposition. Schauen Sie, wenn ich vorher 45 Kilo gehabt habe und jemand sagt, man sieht noch gar nichts, dann ist das ein Kompliment. Aber das ist ja bei mir nicht so. Wenn jemand zu mir sagt, man sieht noch gar nichts, dann heißt das eigentlich nur, dass ich vorher genauso blöd war wie jetzt. Und auch die Namen, die Leute fragen mich jetzt, und habt schon einen Namen, habt schon einen Namen? Und ich muss sagen, selbst wenn ich die Frage beantworten würde, wir haben keinen Namen und ich möchte sie nicht beantworten, die Frage. Weil so Namen, das ist sauschwer. Ich weiß nicht, bei jedem möglichen Namen kennt man irgendeine Person mit negativen Eigenschaften, wo man sich denkt, na, so nenne ich mein Kind sicher nicht, wird es genauso ein Trottel wie der. Als hätte der Name irgendwas mit der Persönlichkeit zu tun und nicht mit Gene oder Erziehung. Aber das gibt's doch, ihr kennt das doch. So Namen, wo man dann Personen assoziiert. Herbert zum Beispiel, oder? Kleinwüchsiger, radikaler Pferdeliebhaber. Sebastian, handysüchtiger Falschaussager. Pamela, wobei ich zugeben muss, Pamela ist schwer. Naja, Pamela, das klingt ein bisschen nach einer Pornodarstellerin. Aber eine Pamela Rendi Wagner, die hat nichts von einer Pornodarstellerin. Ne? Das ist eine gescheite Frau, das ist eine Ärztin. Wobei ich zugeben muss, als die Pamela damals auch in der SPÖ war, hat sie sich sicher so gefühlt, als würde sie jeden Tag gefickt werden. Ja, der ist ein bisschen hart, gell? Die Wahrheit tut manchmal sehr weh, ich weiß. Und ich habe deswegen beschlossen, ich nenne mein Kind einfach nach meiner Hebamme. Schauen Sie, wenn der Bub jetzt heute auf die Welt kommt, dann heißt er Gerald. Und wenn es ein Mädchen ist, auch. Und ich mache jetzt auch Dinge, die habe ich vorher nicht gemacht. Schwangerschafts-Yoga zum Beispiel. Das mache ich jetzt, das ist super. Ich mache es aber nicht freiwillig. Das passiert mir. Jedes Mal dann, wenn mir irgendetwas unabsichtlich am Boden fällt und ich mich dafür bücken muss, um es aufzuheben. Und bücken, das ist für mich nicht einfach bücken, das ist mittlerweile eine Expedition. Ja, weil das ist immer dasselbe, ja? Mir fällt was runter und dann denke ich mir, okay, wie? Wie wichtig ist das heruntergefallene Teil in meinem Leben? Na, was wäre, wenn ich es jetzt einfach nicht mehr aufheben würde? Und dann stehe ich da und denke nach. Letztens zum Beispiel ist mir ein Blatt Schinken runtergefallen von meinem Nutella-Schwangerschaftsbrot. Und dann bin ich da gestanden und haben mir gedacht, okay, was wäre, wenn ich jetzt das Blatt Schinken nicht mehr aufheben würde? Ich meine, es war das letzte Blatt Schinken. Es wird früher oder später schimmeln. Bis jetzt spricht also nichts dafür, dass ich es aufhebe. Aber irgendwann denke ich mir, gut, ich tue es doch und dann will ich mich bücken und vorne geht nicht, weil da ist der Bauch. Wenn ich runtergehe in die Knie, wird es ein Problem mit der Blase, vor allem, wenn ich niesen muss. Also gehe ich dann immer so seitwärts runter, das ist mir aber dann irgendwann zu anstrengend und dann denke ich mir, wurscht, das ist ein Blattl Schinken, das frisst die Kotz. Aber letztens ist mir das im Supermarkt passiert, ist mir meine Kreditkarte runtergefallen. Und ich meine, die kann ich ja nicht liegen lassen. Ich meine, ich gebe schon zu, ich habe schon kurz überlegt, ob ich es liegen lassen und einfach sperren lassen soll. Aber wenn ich bei der Hotline anrufe und die fragen mich, ob ich es verloren habe und ich sage, na, ich komme nicht hin, mein Bauch ist im Weg.
Ist auch peinlich, oder? Also habe ich mich dann so beim Regal so seitwärts runter. Und das klingt jetzt ein bisschen so wie ein Stangentanz in einer Rotlichtbar. War von der Umsetzung aber eher so, wie wenn man bei McDonald's beim Big Macs Gurkerl rausgibt, gegen die Scheibe wirft und es dann so langsam runterflutscht. So war das bei mir und dann war ich am Boden in dem Supermarkt und dann war das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, boah, habe ich einen Hunger. Zum Glück ist mir das im Regal bei den Dosenravioli passiert, habe ich gleich einen Zwischensnack einlegen können. Na, stellen Sie sich vor, das wäre mir beim Regal mit den Klopapierrollen passiert, ich wäre verhungert. Und dann bin ich da so es hat natürlich Sorge, und ich so gelegen und habe mir gedacht, Isabel, du brauchst eine Taktik. Und dann habe ich gedacht, okay, ich roll mich jetzt einfach so einmal auf den Bauch und dann robbe ich mich so zur Karte nach vor. Wissen Sie, so wie so ein Elite-Soldat in der Fremdenlegion. Bei mir war es eher wie ein Wehrpflichtiger am ersten Tag beim Bundesheer. Es hat so deppert ausgeschaut. Aber ich habe ein Schwangerschaftsklo gehabt. Geschwitzt habe ich wie eine Sau. Und dann war ich da so in der Mitte der Strecke und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, Isabel, es könnte ja jederzeit losgehen. Aber andererseits, wenn die Sanitäter jetzt kommen, könnten sie mir wenigstens gleich meine Kreditkarten aufheben. Und mir dachte, ich bleibe einfach liegen und erwarte die Niederkunft, weil ich sonst nicht niederkomme. So lange habe ich aber gar nicht warten müssen, ist jemand gekommen, so ein Bub, ungefähr 6 Jahre, und sagt, Mama, Mama, da liegt eine dicke Frau am Boden. Habe ich gesagt, ich bin nicht dick, ich kriege ein Baby. Mama, jetzt sagt die Frau auch noch, sie ist der Storch. Und dann hat er sich so vor mir aufbuddelt und hat zu mir gesagt, wenn du lügst, bekommst du keine Süßigkeiten. Brauchst dich gar nicht so am Boden werfen. Und dann ist er zu meiner Karte genommen, hat es aufgehoben und ist davon gelaufen. Der war shoppen im Süßigkeitsregal, ein paar Überraschungseier. Und da ist mir eines klar geworden. Meine Mutter hat schon manchmal recht, weil sie hat immer gesagt, Isabel, Kinder kosten sehr viel Geld. Und Engel sind sie auch nicht immer. Aber sie geben sehr viel zurück. Dankeschön. Isabel Pannagel. Wie schön, Isabel. Ja. Ich wollte sagen, hast du ein bisschen zugenommen? Ja, voll. Ja. Bin urblatt geworden. Sehr schön. Und wie wird es heißen? Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Nehmt euch alle, die ihr wollt. Schau, Peppi. Blonde Blanc vom Jurcic haben wir. Da Andi ist in der Fastenzeit. Du bist schwanger. Du trinkst generell quasi sehr wenig. Ja. Peppi? Ich mache Werbung. das ist ja euer zweites Baby. Ja. Wann kommt es auf die Welt? Wenn es da ist. Es kann wirklich jederzeit losgehen. Na, hör auf. Ja? Wirklich? Ich bin Sanitäter. Also. Mein Tourtechniker ist auch Sanitäter. Ah, gut, gut. Aber ja. Der hat gesagt, sehr grauselig. Er würde gern, dass ich es nicht auf Tour bekomme. Das motiviert, weißt du. Aber ja, also ich spiele noch bis kurz davor. Ach, schön. Mhm. Also wenn jemand wirklich mal eine Live-Geburt erleben möchte, damit er nachher keine Kinder bekommt, kommen Sie in meine Show. Stimmt. Eine schöne Geschichte war die Geschichte vom Frauennervling. Habt ihr das mitbekommen? Sagt euch was? Ja, ein Fisch, nicht? Oder? Genau. Ein unter Naturschutz stehender Fisch wurde verkocht im Fernsehen. Ja, der letzte. Das war der letzte Nervling. Mit Knofe und ein Rosmarin und einer Butter auf dem Boden. Ja. Man muss sich ja vorstellen, die werden ja Probe gekocht haben. Die werden ja nicht nur. Also, ja. Nein, es waren nicht zwei eigentlich. Ja. Ja. Ja, und die entscheidende Frage, war es gut? Er wurde mit Freude und Begeisterung zubereitet und das Rezept konnte man auch abrufen. Nur man braucht es nicht mehr, weil man kriegt ja. Nehmen Sie einen frischen Nervling, haben wir nicht. Der letzte seiner Art. Und weil wir... haben Sie es beim letzten Mammut auch gesagt? Jetzt haben wir, glaube ich, das letzte Mammut gegessen. Aber gut war es. Das war gut. Ups, ups. Das ist Saftl. Ich sage, da ist kein Mammut mehr. Das liegt mir so im Magen. Ich war im Schweizerhaus gestern. Deswegen ist mir das eingefallen. Jetzt wurde die größte Heidelbeere der Welt gezüchtet in Australien. Die hat
20,4 Gramm, die war so groß. Naja, ich habe mir mehr vorgestellt. Ich habe mir doch so ein Medizinballen oder sowas. Ich bin ein bisschen mit der haben sie dann den Fisch gestopft und so. Na, Andi, wenn du so enttäuscht bist von den Geschichten, dann erzähl etwas, wo wir uns nicht enttäuschen. Oh je, Andreas Witterseck, meine Damen und Herren. Vielen Dank, danke schön. Also hin und wieder finde ich so einen Zettel in der Tür von meinem Auto. Kennen Sie das? Ja? Und ich schaue schon gar nicht mehr hin, ich schaue gar nicht mehr drauf, ich weiß schon, was draufsteht. Wir kaufen dein Auto. Das ist so demütigend, oder? Und ich stecke es dann meistens in irgendein Porsche Cayenne eine oder in ein Mercedes SUV oder in so einen Tesla. Es steht immer so ein Tesla bei uns in der Nachbarschaft. Und das würde mich interessieren, wie er reinschaut, wenn er findet. Also den Zettel, nicht den Tesla. Ein Tesla findet er leichter. Muss ein Besitzer sein, ein Mann, weil eine Frau ist nicht so deppert, dass er einen Tesla kauft. Und ich finde er leicht, den Tesla. Da braucht er nur dem Stromkabel nachgehen, das aus dem Küchenfenster raushängt. Und ich muss zugeben, ich bin kein großer Fan von diesen Elektroautos. Ich glaube, das ist ein Irrweg, aber wir werden schauen. Ich schaue mir das einmal an. Und andererseits für mich, so als ein bisschen leichten Zwangsneurotiker, ist es das ideale Objekt eigentlich. Ja? Ich sage nur Reichweitenphobie. Ja? Boah, geht sich das noch aus, wenn ich jetzt alle Lichter dran und das Radio und die Klimaanlage bis zur nächsten Ladestation. Und dort, wie lange muss ich dort warten? 4 Stunden? Oh, jetzt habe ich den Mann ohne Eigenschaften nicht mit, was mache ich bis dahin? Also für mich wäre das genau das Richtige. Aber ich habe als Kind zu Weihnachten einmal so ein Elektroauto bekommen. Das gab es ja schon vor Elon Musk, also der baut ja nur ein Spielzeug nach, also nur ne? Raketen und Autos. Und da habe ich so ein ferngesteuertes Auto bekommen, also ferngesteuert, so quasi ferngesteuertes, nur mit so einem Kabel. Kann ich mich erinnern, mit so einem Kabel ist man dann so gefahren. Und leider haben meine Eltern vergessen, eine Batterie dazu zu kaufen. Ein Klassiker. Und ich habe wahnsinnig gehört, dieses Auto fahren. Dann haben sie irgendwo anders so eine Batterie ausgebaut. Da gab es eh nur diese Einheitsbatterien, die fetten da. Und haben sie, aber die war schon leer, die Batterie. Dann haben sie es am Kachelofen gestört, die Batterie. Und haben geglaubt, die lädt sie wieder auf. Wirklich. Und seitdem bin ich mehr als skeptisch. Und ich kenne Leute, die haben nur vor ein paar Jahren gesagt, ich trage keine Uhr mit Batterie, das ist schlecht für die Aura. Die sitzen jetzt auf einer 700 Kilo schweren Batterie, beschleunigen von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden und sind solidarisch mit Klimaklebern. Nichts gegen Klimakleber, meine besten Freunde in der Schule sind Bicken geblieben, aber ich finde es ja völlig sinnlos, dass man Tomatensauce auf Nietzschebilder draufschüttet. Es fällt keinem auf. Und Greta Thunberg hat wahrscheinlich am Freitag immer Geschichtsunterricht gehabt. Aber ich fahre freiwillig nicht schneller als 100. Wirklich, es ist einfach entspannt. Ich fahre auf der Autobahn 100. Es ist gemütlich für die LKWs. Hinten ist ein bisschen Stress. Die tauchen immer an. Brauche ich weniger Sprit, die tauchen mir hinten an. Außer bei den 80er-Zonen, da fahre ich 50. Ich fahre immer prinzipiell 30 km/h weniger, als erlaubt ist. Bei uns in der Straße ist eine 30er-Zone, da stehe ich dann. Und deswegen verkaufe ich mein Auto nicht. Das gebe ich nicht her, weil sonst fährt einer damit herum und schädigt das Klima. Und wissen Sie, warum ich mir damals den Dieselkübel gekauft habe? Weil der Dieselmotor so umweltfreundlich war, wegen einem Rußpartikelfilter. Und weil der Diesel billiger war als das Benzin und weil er so wenig verbraucht hat. Warum fühle ich mich schon wieder verarscht ein bisschen? Aber ich brauche kein Auto. Ich fahre zu den Auftritten fahre jetzt nur mehr mit der Bahn. Der Veranstalter muss mich da mit dem Lastenfahrrad abholen. Alles okay. Ich komme halt nicht mehr rechtzeitig zu jedem Auftritt. Manchmal komme ich überhaupt nicht mehr drauf. Ich habe einmal, aber kein Schmerz, ich habe einmal meine Tochter mit dem Fiaker in den Kindergarten gebracht. Das war Entschleunigung. Ja? Wirklich, das ist zufällig vorher. Ich gesagt, nehmen Sie uns mit. Das war, wie wir hinkommen sind, haben die ersten Eltern die Kinder schon wieder angeholt. Wirklich war. Na, aber Autos sind mir wirklich wurscht. Mein erstes Auto war so ein rostiger VW-Bus. Mein letztes Auto wird ein schwarzer Kombi sein. Und Formel-1-Rennen geht mir auch so vorbei. Ärger nur wie Synchronschwimmen. Wissen Sie, dass es Solo-Synchronschwimmen gibt? Wirklich? Habe ich jetzt recherchiert, es gibt Solo-Synchronschwimmen. Und so Kunstschwimmen hat für mich eh immer ein bisschen was von so einer Hai-Attacke, oder?
Du siehst immer eine Hand und einen Fuß und dann siehst du. Weißt du immer, wann kommt das Blut? Wann kommt das Blut? Angeblich gibt es weltweit pro Jahr nur 6,5 tödliche Haiattacken. Glaube ich nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist doch viel mehr von den Nachrichten her. Und 0,5 ist schon, ja. Also, ja. Also da haben sie auch Hälfte nicht gefunden vielleicht. Aber ich bin da ein bisschen paranoid, deswegen plansche ich nur mit dem geklorten Hotelbecken herum. Aber da habe ich jetzt gelesen, man kann sich die hirnfressende Amöbe reinziehen. Das gibt's. Das passiert einmal im Jahr weltweit. Das passiert mir, garantiert. Also deswegen gehe ich nur mal im Wald spazieren und lasse mich dort von einem Zecken mit FSME infizieren. Na, die Natur könnte so viel attraktiver sein, wenn es ein paar Lebewesen nicht gäbe. Den Menschen zum Beispiel. der Club of Rome 1972 in seinem Bericht zur Lage der Menschheit, seltsamerweise gesponsert von der Volkswagen-Stiftung, hat gesagt, die größte Gefahr für die Umwelt ist, abgesehen von der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, ist die Überbevölkerung. Und ich mit drei Kindern und du, ja, wir sind echte Umweltschweine. Aber dafür ist meine Frau, wirklich, meine Frau ist militante Mülltrennerin und das gleicht sie wieder aus. Wirklich, wir haben, glaube ich, 6 Mülleimer in der Kuchel. Also einen für den Restmüll natürlich, dann einen fürs Plastik, der ist aus Plastik. Dann haben wir einen fürs Glas, das ist nicht aus Glas, das ist auch aus Plastik. Dann eins für die Blechdose, das ist auch aus Plastik. Eins aus Papier, das ist ne, fürs Altpapier. Also, und dann haben wir noch einen für Bio, also für Biomüll, ja, Kompost. Wir machen unseren eigenen Kompost, machen wir in der Stadt. Das haben wir dann ins Belvedere rein. Und nein. Nein, ich bin nicht gegen Mülltrennen, solange sich meine Frau nicht von mir trennt, was leicht vorkommen kann, ja, wenn ich mich einmal ihr beim Müll trenne, weil sie ist ein bisschen streng, also ich sage immer so liebevoll Küchennazi zu ihr. Ja, ja, sie hat schon so ein kleines Bartel, hat es auch schon. Also, mal, wer hat das Plastik in dem Restmüll gegeben? Wer hat das Plastik in den Restmüll? Aber Gott, das reizt mich. Ja, Gott, das reizt mich. Du manchmal so verstecke, manchmal so Plastik in den Restmüll und haue es rein. Mülltrennverweigerung ist das neue Fremdgehen. Und wenn meine Frau weg ist auf Urlaub, mit dem Klimaticket natürlich, dann machen meine Tochter und ich machen so Müllparty. Da haben wir alles ungetrennt weg. Und einmal habe ich schon, also dürfen Sie mir nicht verraten, habe ich das Öl von den Sardinen, von den Ölsardinen, habe ich ins Klo reingeschickt. Ja, kommt eh wieder zu den Fisch. Und nicht in den Altölcontainer. Sieben, jetzt haben wir. Und da ist mir schon, also da habe ich eine Batterie einfach in den Restmüll gehabt. Ja, aber da habe ich mir so ein schlechtes Gewissen gehabt und nicht in das Sackerl da für die alten Batterien. Acht. Wir haben eine kleine Kugel praktisch, wir verwenden die ganzen Mülleimer als Tisch und als Sessel. Wir leben zwischen Müllcontainern, ja, praktisch, wie die Ratten. Wenn ich zum Beispiel ein Gwandl ein Jahr nicht anhabe, mir fällt es ja nicht auf, aber meine Frau führt das streng Buch, dann kommt es in unserem privaten Altkleidercontainer, so aus recycelbarem Bambus. Und wenn der da voll ist, der Container, dann kommt es ein in die großen Blechcontainer von Humana. Den haben wir noch nicht, aber den kriegen wir jetzt zu Weihnachten, habe ich gehört. Ja? Den schieren wir dann ins Schlafzimmer rein. Ich freue mich wahnsinnig. Es ist einmal meine Tochter mit so einem Ralf-Lauren-Leiberl gekommen und gesagt, hörst, zieh das aus, das gehört mir. Und sie gesagt, nein, das habe ich doch gerade im Humana-Shop gekauft. Das heißt, ich habe zweimal für ein Leiberl gezahlt, das ich nie angehabt habe. Ja. 2015, wie die ganzen Flüchtlinge gekommen sind, hat meine Frau meine ganzen Romeo-Chili-Anzüge, wo ich mich geniert habe, aber nicht angezogen, und meine Prada-Schuhe vom Wunderl, hat sie alle den Flüchtlingen geschenkt. Ja. Die sind herumgerannt jetzt mit Romeo-Chili-Anzügen, mit Prada-Schuhen, haben sich gewundert, warum keiner mehr was spendet. Also es ist wirklich kein Schmerz am Schwedenplatz, einen Bettler mit einem Super-Found-Kapperl. Das war nicht schlecht. Er hat gar keinen Zettel mehr gebraucht, wo draufsteht, warum er verarmt ist. Aber ich habe gehört, man muss lernen zu verzichten. Wir müssen alle wieder lernen zu verzichten. Ich nicht, ich kann schon. Ich habe das mein halbes Leben lang gemacht. Ich brauche das nicht. Ja? Und ich esse gern so Billigmarken, so Sachen von so. Das finde ich clever. Ja? Bin ich solidarisch mit Leuten, die sich keine Bio-Sachen leisten können. Ich esse gern Fleisch so aus der Massentierhaltung. Ja, da erlöse ich die Tiere, die haben eh ein furchtbares Leben. Ja. Nein, ich will doch nicht irgendwelche glücklichen Tiere töten, ja, die doch lustig auf der Weide. Die haben ein schönes Leben, warum soll ich da, fühle ich mich schuldig. Ja.
die da mit Weideschlachtung erlegt werden. Haben Sie gehört, das gibt es nicht, Weideschlachtung. Die hupfen gemütlich die Kühe auf der Wiesn herum. Ja. Und dann kommt der Jäger von ganz weit, dass die das ja nicht merken. Ja, mit dem Zielfinger, bumm, schießt der Kuh aus. Und das Arge ist, die anderen Kühe machen nicht, Scheiße, die schießen auf uns, sondern so. Ja. Hat ein Schlagerl gekriegt, wurscht. Ja. Kühe sind wirklich deppert. Das ist wirklich schwer, oder? Es ist mittlerweile, ich finde es so schwer, drauf zu kommen, wer die Guten sind und wer die Bösen. Früher war es leicht, hat man gewusst, ne, die Guten sind die Indianer, die Bösen sind die Cowboys. Und jetzt ist man schon böse, wenn man Indianer sagt. Puh. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich immer so eine Jeansjacke lang gehabt mit einem Atomkraft-Nein-Danke-Button. Ich habe nicht wissen können, dass die Jeanserzeugung wahnsinnig schädlich für die Umwelt ist und dass Atomkraft grün ist. Das ist sowas von nachhaltig, das strahlt ja noch Jahrhunderte, Jahrtausende. Nein, ich weiß nicht, wie das alles ausgehen soll. Ich weiß nicht einmal, wie die Nummer ausgeht. Vielleicht. Vielleicht mit einem großen Knall. Ah, ist viel zu aufwendig. Mit einem Blackout. Ah, altmodisch. Vielleicht reicht schon, wenn wir alle ein bisschen langsamer werden, vom Gas gehen, durchatmen, nicht alles so persönlich nehmen und hin und wieder mal eine kleine Pause einlegen. Andreas Witasek. Herrlich. Ein Milliardär aus Australien, das fand ich auch ganz schön, baut die Titanic nach. Habt ihr es mitbekommen? Unter Wasser oder? Nein, er baut die Titanic nach und geht dann auf Kreuzfahrt mit. Du wirst keine Gäste haben, ne? Ja, oder? Ja. Und da fahren dann Leute mit. Ja, und dann, ganz ehrlich, er ist nicht der Trottel. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach Gott, apropos Trottel, genau. Es gibt ein neues Gesetz im Straßenverkehr, dass man, weil du erzählt hast, du fährst immer 100 und gemütlich. Und ja, so, ne? Ja. Wenn man zu sehr rast, kann man auch das Auto verlieren. Also es kann den Raser noch das Auto weggenommen werden. Und es war, ich glaube, mit 1. März ist das in Kraft getreten und am 5. März war es, der erste Autoraser hat gewonnen mit 114 km/h in Wien am Gürtel, in der 50er-Zone. Und der hat kein Auto jetzt mehr. Und da uns, das war ich und das war wirklich mühsam, aber es war billiger als die Entsorgung von der Kraxen. Ja. Schottland. Jemand hat sich ein Sofa gekauft, eine Horrorvorstellung, hat sich ein Sofa gekauft in Schottland. Vom Ikea. Bitte? Nein, nicht Ikea. Nein, nein, so Art will haben. Aha. Wanna have, wahrscheinlich heißt das dort so. Und als er es daheim aufgemacht hat, waren Schlangen drinnen. Oh Gottes Willen. Also wirklich Schlangen echte oder Schlangen. Was? Das Ungeheuer von Loch Ness. Nein, es waren echte Schlangen drinnen, weil der Typ hat eine Schlangenzucht gehabt und da sind ihm drei ausgekommen oder was. Das ist ja mein absoluter Horror. Das steht da vor. Ich habe wirklich Angst, also ich glaube Phobie. Wenn ich aufs Klo gehe, ja. Also, und ich gehe jetzt momentan sehr oft aufs Klo, aber auch im Normalzustand, ich habe immer Angst, dass mir eine Schlange in meinen Popsch beißt. Ja. Wirklich? Und bei dir ist es nur der Popsch. So. Aber ich merke, du hast diese Angst auch. Naja, Entschuldigung, ja. Für uns war das in Graz der Typ vor zwei Jahren, oder? Ja, oder? Wir haben ganz andere Ängste, oder? Wir haben Angst, dass uns eine Schlange ins Klo fällt. Ja. Oder die Schlange beißt die Anaconda, ne? Die beißt schon lange nicht mehr. Nein, aber Achso, wir sind ja bei ORF3, wir müssen ja schöner reden. Ne? Nein, aber der Typ in Graz, was war das vor zwei Jahren, wo die Schlange vom Nachbarn umgekommen ist und dann eine bissen hat? Wir kennen Sie ja Nachbarn auch, was er bütet und hängt an mir. Ja? Habt ihr in der Schweiz Schlangen? Ja, auch die sind sehr reich. Nur aus Gold. Genau. Meine Damen, dann lass uns doch ein wenig teilhaben an deinem Leben, meine Damen und Herren. Am Dienstag Premiere gehabt in Wien, fantastisches neues Programm. Heute hier in der Tafelrunde Isabel Meili. Thank you.
Ja, ich bin vor kurzem umgezogen. Ich habe wirklich 11 Monate lang eine neue Wohnung gesucht. Und gefunden habe ich hauptsächlich eins, ein neues Feindbild. Immobilienmakler. Ich hasse Immobilienmakler. Sind heute Immobilienmakler da? Nein, gut. Die Hauptaufgabe von so einem Immobilienmakler ist ja, dir die Wohnung zu zeigen. Die Wohnung mit all ihren Eigenheiten, mit ihren Tücken. Dir auch zu zeigen, inwiefern sich diese Wohnung von all den anderen Wohnungen unterscheidet. Und so eine Wohnungsbesichtigung läuft dann immer so ab. Ja, das ist das Fenster. Kochel. Herd. Anderes Fenster. Die Immobilienmakler sind ja so die Schnittstelle zwischen den Hauseigentümern und den potenziellen Mietern. Also die Leute, die alle Antworten auf deine Frage haben. Und die Antwort auf all deine Fragen lautet, das weiß ich jetzt nicht. Ist das Fenster nordseitig ausgerichtet? Das weiß ich jetzt nicht. Der Waschmaschinenanschluss, der funktioniert, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Wie ist die Nachbarschaft? Ist die eher ruhig oder laut? Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich konnte nachfragen, aber dann kostet ein bisschen mehr. Im Gegensatz dazu verlangen Immobilienmaklern von dir aber absolute Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz, den Gehaltsschein der letzten 3 Monate, eine Wohnsitzbescheinigung, nachweisliche Liquidität, die Bürgschaftserklärung deines Onkels zweiten Grades, die Ergebnisse deines letzten EKGs. Die Sternzeichen deiner letzten Tinder-Matches, deine Leber, deine Niere und dein Erstgeborenes. Und wehe, wehe, du beantwortest auch nur eine Frage mit, das war sie jetzt nicht. Ich habe mir in Meidling eine Wohnung angeschaut, eine Dachgeschosswohnung. Und der Immobilienmakler kam 25 Minuten zu spät auf seinem SUV Range Rover angerollt. Mir ist sofort sein Stehkragen aufgefallen von seinem Lacoste-Shirt. Sein Stehkragen hat die Hälfte von seinem kleinen Köpfchen verdeckt. Der war so jung, ich war total überrascht, dass er schon Führerschein hatte, geschweige denn ohne Kindersitz fahren durfte. Und als er ausstieg, umgab ihn so eine Duftwolke. Das war so eine Mischung aus Moschus, Leder und Ignoranz. Und dann haben wir uns diese Wohnung angeschaut. Also wir wollten uns diese Wohnung anschauen. Eine Dachgeschosswohnung. Und er hat mich im Erdgeschoss auf die erstbeste Wohnung hingeführt. Und der Schlüssel hat nicht gepasst. Ja. Entschuldigung, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen rauf, weil wir sind ja jetzt im Erdgeschoss und wir schauen uns eine Dachgeschosswohnung auf und ich glaube, wir sind falsch. Und ich höre auch Stimmen von drinnen. Ich glaube, die ist gar nicht leerstehend, die Wohnung. Und da steht ein Name an der Tür, Familie Grubholz. Ich muss jetzt mal die Firma callen. Papa? Papa, ich komme nicht rein. Nein, ja. Ja, 23. Ah, 32. Oh nein, Papa, vertauscht. Ja. Ja, ja, ich bin um 7 daheim. Ja, ciao, Papa. Ja, ich habe die Firma geholt. Und es gab so interne Communication Issues. Aber wir haben das jetzt sind draufgekommen. Wir müssen noch ein bisschen rauf. Hashtag almost there. Ich habe ihn dann angerufen, 2 Tage später, ob ich jetzt die Wohnung bekomme. Und er meinte, nein. Und ich habe gefragt, warum. Und er meinte, naja, ihr Gehalt ist whack. Whack ist auch Jugendsprache, bin ich dann draufgekommen. Ich musste es googeln. Whack heißt auf Schweizerdeutsch, es ist eher etwas suboptimal, oder? Und auf Wienerisch geschissen. Dann gab es noch eine andere schöne Begegnung mit einem anderen Makler. Großer Typ, schwitzige Glatze, so eine Aura von Käse-Leberkäse. Und der meinte dann, ich finde das super, was du da machst mit dem Kabarett-Dingst da. Ich bin ja Kabarett-Fan der allerersten Stunde, aber ich schau mir nicht nur die Großen an, denn ich war den Navara, den Nananana. Oder den Vita, den Vita, den Vitali. Ja. Ich schau mir sie alle an. Ja, die Kleinen, Unbekannten, Erfolglosen, so wie du. Pass auf, Maserli, ich sag's dir ehrlich, ich bin ein ehrlicher Typ, die Wohnung kriegst du nicht.
mit dem unregelmäßigen Kalt. Aber dafür hast du einen Kabarett-Fan für dein Programm gewonnen, gell? Kannst mich auf die Gästeliste setzen, jetzt kennen wir uns ja schon. Pass auf, ich sag immer, wenn sich eine Türe schließt, dann weil ich einen Schlüssel hab und bestimme, wer einer kommt und wer nicht. Ja, und dann hatte ich dann irgendwann mega Glück nach dem 30. Makler. Der fand das so super, dass ich Schweizerin bin. Man, das ist so lustig mit den Chichetütsch. Ich finde das ja so lustig mit den Chichetütsch. Das ist witzig mit den Chichetütsch. Sag doch mal was auf Chichetütsch. Das ist lustig mit den Chichetütsch. Und dann ist mir eingefallen, was meine russische Oma zu mir gesagt hat. Meine russische Oma hat zu mir gesagt, Isabelinka, wenn man etwas von dir möchte, was du nicht möchtest, mach nicht. Aber wenn man möchte, dass du sagst, Huchi Chaschli, dann sag Huchi Chaschli. Also habe ich 30 Mal Huchi Chaschli gesagt, das fand er wahnsinnig witzig. Haha, Cookie Chaschli, tschitschitschitsch, das ist so witzig, das tschitschitschitsch, das Cookie Chaschli. Jetzt habe ich die Wohnung. Überhaupt sehr, sehr viel gelernt von meiner Oma, von meiner russischen Oma. Isabelinka, kennst du beste Schweizer Tennisspieler? Es ist Feder Rogerer. Isabelinka, weißt du, ich mag sehr gerne Musik aus 70er Jahren. Am liebsten, ich mag Simon und Furunkel. Als ich noch jünger war, oder ein Kind, da war ein Junge in meiner Klasse, der war ganz, ganz oft krank, der hat ständig gefehlt. Und irgendwann meinte meine Oma dann, Isabelinka, ich glaube, Junge, er ist nicht krank. Ich glaube, er stimuliert. Ja, apropos stimulieren, ich bin frisch verliebt. Und es ist sehr schön. Wir haben uns nicht auf Tinder kennengelernt, tatsächlich. Wir haben uns im Café Bendel kennengelernt. Wer von euch kennt das Café Bendel? Ja, wer kennt es nicht? Wem ist das Café Bendel total wurscht? Ja, die es nicht kennen, die stellen sich jetzt bestimmt so ein altwienerisches, traditionelles Kaffeehaus vor mit Charme und Flair. Und genau das ist das Bendel nicht. Das Bendel ist ungefähr die abgefuckteste Ranzhütte in ganz Wien. Es war jahrzehntelang ein Raucherlokal und dementsprechend vergilbt sind die Wände und das Inventar. Und mit Inventar meine ich die Leute, die drin sitzen. Die Stimme der Kellnerin erinnert mich so an das Geräusch, wenn man sich in den 90ern ins Internet eingeloggt hat. Der Bierzapfhahn klingt genauso. Und da haben wir uns kennengelernt. Der stand auf einmal vor mir und ich habe gedacht, du musst ihn ansprechen, sag was Cooles, was Lustiges, was Unkonventionelles, was Witziges. Und da meinte ich so, hey, was machst du beruflich? Ich bin Arzt. Aha, bist du Gynäkologe? Nein. Ja, willst du es dir trotzdem mal anschauen? Und jetzt sind wir zusammen. Ja, er ist tatsächlich nicht Gynäkologe, er ist Radiologe. Das ist total schön, weil wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dann strahlt er immer so. Ja, ich weiß, das ist so ein Witz, der spaltet. Aber im Kern ist er gut. Dankeschön. Isabel Meili. Merci vielmals. Sie ist tipptopp gsi, sagt man so, oder? Genau, tipptopp. Das ist das größte Lob, das man in der Schweiz bekommen kann, oder? Moll. Bitte? Moll. Moll, moll. Moll, moll. Das ist noch besser. Das heißt, das heißt, ja, ich stimme dir zu. Ach so. Ja, moll, moll. Moll, moll. Zwei Sachen habe ich noch. 134 Kilo Kokain war in Holzbrettern eingepresst oder was, keine Ahnung. Und gefunden haben sie in Niederösterreich. Naja, aber da gibt es größere Mengen auch, nicht? Weltweit. Ja, aber bei uns ist das, glaube ich, schon viel, oder? Für Niederösterreich ist viel. Ja. Du bist immer so enttäuscht von den Geschichten. Ja, genau. Ist da alles immer mehr. Und Heidelbeere war dir zu klein. Ja, ich weiß, das ist ja alles so, ja, ich will solche Heidelbeeren und Tonnen Kokain.
Aber ich habe mich ja schon gewundert. Auf dem Foto haben ja nicht nur die Pedale gefällt, sondern auch der Stellvertreter. Ja, ne? Und weil wir von den Impfungen geredet haben, mit dem Minister Rauch, hat sich ein Typ 217 Corona-Impfungen das geben lassen. Das finde ich zum Beispiel viel, ja? Ja, ja, oder? Das finde ich bemerkenswert. Ja, bemerkenswert. 217. Ich glaube, seine Frau war Impfgegnerin und die hat einen Scheidungsgrund gebracht. Und bei 217 hat er gesagt, jetzt ist aus. Ja, genau, das war's. Peppi, ich habe es am Anfang schon erzählt, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Der Christoph Spörk wäre eigentlich da gewesen, musste zum Arzt, dem ist nicht gut gegangen, haben gesagt, okay, wer kennt, komm und Peppi, hast du Zeit, Peppi Hopf. Wo warst du gerade eigentlich? Auf unserem Fußballplatz in Haringsee in der Kantine und habe gerade Wurstsemmeln aufgeschnitten, weil das U10-Match gerade aus war. Haben die trotzdem was zu essen bekommen? Das weiß ich nicht. Du hast dann gefragt, hast du Zeit? Dann habe ich geschaut, ist was Gescheites heute Abend im Fernsehen? Dann hast du gesagt, ja, du, dann bin ich gekommen. Ja. Meine Damen und Herren, Peppi Hopf! Danke, danke. Sehr sozial. Da ich jetzt nur ungefähr abzüglich Umziehen und Duschen eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt habe, bis ich daher, habe ich mir jetzt auch nicht großartig überlegt, was ich spiele. Ich mache jetzt einfach so, was ich zugehört habe, so ein Rundum durch und Grinch haben wir, Grinch hat das geheißen, gell? Grinch. Also, wir haben ja auch das Problem zu Hause. Ich habe ja erwachsene Kinder mittlerweile und also ganz ehrlich, ich war ja froh, ja, dass sie gesagt haben, springst heute ein, weil wenn da zwei Leute gesessen waren, waren das zwei mehr gewesen, als wir daheim zuhören. Ich sage, ja, Papa, bitte. Und sie sind so obergescheit und du redest immer von früher. Und ich sage, aber früher war es nicht so schlecht. Ja? Ganz ehrlich, in meiner Jugend, in die 70er Jahre, da haben wir bei Benko nach einem Kakao gedacht. Also, aber gerecht war es auch nicht, weil ganz ehrlich, gerecht war es im alten Griechenland. Gottvater Zeus bei Benko, der hätte einen Blitz vom Olymp geschleudert und in der Sekunde wäre auf alle Ewigkeiten Alfred Gusenbauer die Hämorrhoide von Benko gewesen. Aber egal. Aber es ist wirklich total schwer, dieser Generationenkonflikt und ernährungstechnisch. Also ich habe ja zwei Söhne, zwei Töchter, also wir sind gegen drei daheim. Und ernährungstechnisch, ich sage mal so, wir männlichen Hopf, wir ernähren uns. Die weiblichen Hopf überleben. Alles so gesund. Ich habe mit ihm, meine Töchter haben vor einer Woche einen Kuchen gemacht, aber ein mörderisches Rezept. Der ist glutenfrei, der ist laktosefrei, der ist zuckerfrei, er war geschmacksfrei. Aber das war gar nicht sein Hauptproblem. Ich denke mir, gut, die haben sich bemüht, kost einmal. Zweitbeste Idee. Ich beiß da eine. Ich weiß nicht, ob von Ihnen schon wer irrtümlich von so einer Fassadentemplot noch mal abbissen hat. Ich kann Ihnen sagen, die ist saftig. Also wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben 2000 BU-Schaum in die Pappen blasen. Ich würge den hinunter, teilt den ein Buben, flüchte dich, opfle mich. Ich weiß bis heute nicht, wie ich den Bissen abgebracht habe. Sagt meine Frau, sie gefriert er mei. Sag ich, wieso glaubst du, dass er wach wird? Aber nur quirkst daheim, nur quirkst. Mit den Kindern quirkst du öfters, der kommt haben. Ich bin die letzte Generation. Die habe das doch noch nicht gekannt. Ich habe mir nur gedacht, ja, passt. Nein, und dann, ich wollte eh nicht Opa werden. Und mit der Frau, also, ich habe viel sinnloses Wissen im Internet gefunden und der Frau taugt das nicht, weil ich ja dann sehr viel erkenne. Pinguine, ich bin immer glaubt, Pinguine sind nette Tiere. Nicht? Arschkretzen. Ein Pinguin, wenn er sich nicht sicher ist, man steht da so auf der Eisscholle und denkt sich, könnte der Seelöwe unter der Wasseroberfläche sein? Weißt du, was er macht?
er stößt einen anderen Pinguin rein. Und der dann so. Rauchen wir noch eine, bevor wir planschen gehen. Und ganz ehrlich, ich erkenne das so. Meine Frau, macht auf den Eiskasten auf, dann nimmt sie eine Wurst raus, schaut sie es an und sagt, kost einmal, ob das noch gut ist. Da kommt ja der Pinguin hier durch. Also viel Spaß mit dem Kind. Der Kinder sind auch nicht so. Aber also ich gebe man findet das Internet, das taugt mir auch so, ist so voll von Wissen, wo du denkst, org. Haben Sie gewusst, dass die zweithäufigste Todesursache von Biber, ja, mittlerweile umstürzende Bäume sind? Ja, sogar die haben schon einen Facharbeitermangel, ja. Wirklich, unglaublich brutal. Oder nur, dass man sich da, Andi, da sitze jetzt bei dir, dass wir immer depperter werden. Ja? Jährlich besuchen tausende Österreicher China, um sich den Nachbar von Hallstatt anzusehen. Der Börsenmakler war SUV mag ich überhaupt nicht. SUV, das ist, ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer, ich liebe Autofahren, aber SUV, das geht nicht, das ist sinnlos. Schaut einmal vor eine Wiener Schule. Da stehen hunderte SUV, in jedem SUV sitzt so eine Fitness-Club-Mama. 45 Kilo aus einem Osser. Und es werden 2 Tonnen bewegt, dass 45 Kilo eine Zahnspange und eine Schultasche heimbringen. Das ist... Das ist sinnlos. Und was ist jetzt? Na, weißt du es besser? Ja, natürlich weiß ich es besser. Wisst ihr, was umweltfreundlich ist? 4 Blader in einem Smart. Und ja, mit dem Auto, da bin ich auch völlig bei dir. Diese Elektromobilität, das ist nicht meins. Wir sind nur alte Schule. Ein Motor, den will ich hören, den will ich spüren. Dieses... Das ist kein Auto fahren. Komm mal vor wie bei der Biene Meier. Ja? Und ich war so, ich bin wieder der faule Willi. Hab ich schon wieder vergessen aufzuladen. Nein, aber beim Rausmann, meine Frau, sie provoziert ja. Sie wollte vor einem Jahr wollte sie einen Elektrorasenmäher kaufen. Nein. Nur über meine Leichen. Rasenmähen, das ist die letzte Domäne der Männlichkeit. Kann jeder Trottel. Für die ganz Depperten mit Akku, dass sie nicht übers Kabel fahren. Bravo! Aber richtiges Rasenmähen, das ist Benzin, das ist... Da machst du mal eine Stunde Workout. Der Kleingärtner Gruß. Aber nach einer Stunde... Ich habe Feuer gemacht. Das ist, ich verstehe es auch nicht. Was hat es für einen Sinn, Samstag, 6 Uhr morgen, den Rasen zu mähen und der Nachbar hört's nicht? Und drum fahren wir noch mit dem Auto auf Urlaub und mit dem möchte ich aufhören. Das ist für mich Urlaub fahren. Die Kinder sagen immer, Papa, bitte wieder mit dem Auto, das dauert so lange. Genau. Das ist... Wenn ich lang fahre, bin ich weit weg. Das ist, ein gescheiter Mensch hat einmal gesagt, die Seele reist mit 80 km/h. Das stimmt. Wenn ich 1,5 Stunden nach Mallorca fliege, hat meine Seele eine Woche lang das Gefühl, wir sind gerade in St. Pölten. Und darum, meine Kinder hassen es, aber ich liebe es, mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Und vor 3 Jahren waren wir zum ersten Mal mit einem Wohnmobil in Kroatien. Wir haben Innsbrucker Verwandte, die waren so nett, haben uns ihr Wohnmobil geborgt. Bitte merken für die Geschichte, total wichtig, unser Wohnmobil hat ein Innsbrucker Kfz-Kennzeichen. Wir kommen in Kroatien am Campingplatz, ich stolz wie Oskar, sagt, grüß Gott, wir sind mit einem Wohnmobil da. Ist doch ein Platz frei, sagt er zu mir, wenn auf dem Platz niemand steht, ist Platz frei.
Das habe ich dann so interpretiert, schau selber, Depperter. Und der Profi-Camper lässt das Auto mal draußen stehen, geht zu Fuß durch. Wenn wirklich wo ein freier Platz ist, nimmst du das kleinste Kind, setzt das hin. Im Idealfall an, der noch nicht Trainer kann, der bleibt dann auch sitzen. Ich, der Laie, fahr gleich selber rein. Was der da eng? Ich hab schon 4 Furzelt nachts, hat? Die Stimmung im Auto war. Hinten die Kinder, Papa, du bist so peinlich. Die Frau war überraschend entspannt, ist noch gesessen. Hätte nicht gedacht, dass wir nach 10 Minuten schon fast alle kennen. Und ich sage, ja, tut mir leid, aber da, nein, da suchen sie uns auch schon. Ja. Ich war knapp davor aufzugeben, plötzlich sehe ich an der Matheit. Sie, da winkt uns einer, witzig, Kufsteiner Kennzeichen. Auf einmal her, wie der schreit, da komm her! Da, ich halte das schon seit Tagen frei, bevor sie es am Mundl herstellt. Habe ich gesagt, okay, Familie, folgender Plan. Bevor wir nicht stehen, halten bitte alle die Pappen. Und der hat uns sogar eingewiesen und sagt, ja, ja, stehst perfekt. Die Frau soll es aufbauen, mehr zwei Trecker, Schnapsel. Habe ich gesagt, Mehr tirolerisch kann ich nicht. Aus dem Schnapsel sind gleich 4 geworden. Beim 5. Schnaps sagt er zu mir, ist schon ein bayerisches Platzl, was wir da haben. Habe ich gesagt, Nach dem 8. Schnaps sagt er tatsächlich zu mir, ich hab schon gewusst, warum ich dich herstellen lasse. Weil mit dir kann man sich unterhalten. Der Urlaub war ein Wahnsinn. Also, nach einer Woche hat meine Frau gesagt, du bitte fahr mal zu Hause, ich kann nicht mehr, es ist jetzt schon Kehlkopfentzündung. Mir war es auch recht und beim Nachhausefahren wäre der Schwindel fast noch aufgeflogen. Frau und ich rammen das Wohnmobil ein. Plötzlich hören wir wieder Kufsteiner zu meinem kleinen Buben, der war damals 3 Uhr, sagst du einmal, wie er zu ihm sagt, ha Burli, willst du noch eins? Auf einmal sagt er gerne, Aber ich fahre trotzdem gerne mit dem Auto, mir ist ja wurscht. Danke fürs Zuhören. Peppi Hop. Und das war sie schon, die Tafelrunde für dieses Mal. Mit Peppi Hop, meine Damen und Herren. Mit Isabel Meili. Mit Andreas Wittersek. Mit Isabel Pannagel. Mit Florian C. Reitner, mit Mike Wagner und mit Sascha Nikolic. Haben Sie schöne Ostern. Wir sehen uns nach Ostern wieder. Alles Liebe, finden Sie alle Eier. Danke fürs Dabeisein. Schönen Abend noch.